Jetzt wird es lustig, denn T-Tech hat ein neues Video zu Ahmad. Willkommen zu deiner Beerdigung, heißt das Video. T-Tech ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr gut recherchiert. Ich bin jetzt gespannt, was da so kommt. Ahmad, der ja pausenlos lügt, also wirklich pausenlos. Sein ganzer Content ist eigentlich eine riesige Lüge. Wenn er sagt, er exposed jemanden, dann ist das auch eine Lüge. Über mich hat er nur Dreck geworfen, hat verleumdet, also nach meiner Einschätzung Straftaten begangen. Er hat auch sogar auf Quellen verlinkt, die im Umfeld von bekennenden Neonazis ist und Spiegelseiten einer sehr bekannten Neonazi-Seite, die sogar vom Bundestag geächtet ist. Da sieht man wieder, wie ekelerregend Ahmad vorgeht, indem er sich Nazi-Quellen nimmt, so Fake News, und dann Leute beleidigt. Und jetzt bin ich gespannt, was T-Tech hier bringt. Das wird bestimmt eine richtige Beerdigung. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um Ahmad, ich hoffe für die nächste Zeit zum letzten Mal. Immerhin hat er in dem Video, um das es heute gesagt, dass er erstmal solche Videos nicht mehr machen würde. Also fangen wir direkt an, denn mit diesem Video werde ich diesen Krieg beenden, denn danach, glaubt mir, wird es kein Video mehr brauchen. Also, in dem Video geht er mal wieder mehrere YouTuber durch, wir decken also mal wieder seinen Blödsinn auf. Anfangen tut er aber mit allgemeinem Gelaber. Wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, auf dieses Video zu drehen, liegt daran, dass mich ein Freund angerufen hat und der hat mir gesagt, Ahmad, du musst so überlegen. Diese Leute, die gerade YouTube-Videos gegen dich machen, deren Zuschauer kennen dich nicht, da du auf TikTok nur bekannt warst und nicht auf YouTube. Und ich hatte nie darüber nachgedacht, ich habe immer diese Videos gemacht, mich über die lustig gemacht, so selbstverständlich argumentiert, ohne dabei zu bedenken, dass ihr, also die Hater und die anderen Zuschauer, die neu dazugekommen sind, ja wirklich nur dieses Bild von mir habt, was ihr jetzt von den anderen YouTubern gesehen habt. Ich bin Geschichten aus dem Paulanergarten. Tatsächlich das, was sie euch sogar verheimlichen, und zwar der größte Politik-TikToker in ganz Deutschland gewesen. So. Wallahi, oder ich schwöre auf das, oder ich schwöre auf dies, oder ich schwöre auf das. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Auf TikTok Reichweite zu bekommen ist mega einfach, vor allem mit polarisierenden Themen. Aber wen interessiert, was du auf TikTok gemacht hast? Wir kritisieren dein Gelaber hier auf YouTube und wir konnten schon mehrmals beweisen, was für einen Müll du laberst. Zum Beispiel hier, wo du behauptest, deine Videos hätten seitenlange Quellenangaben. Die ganze Wahrheit über, das sind meist politische Videos mit seitenlangen Quellenangaben. Ja, und alle sind Schwachsinn. Hier hat er diesen ISIS-nahen Salafisten verteidigt. Hier hat er Lügen über Kuchen-TV verbreitet. Hier Schwachsinn zu Israel mit klarem Antisemitismus. Also, ja. Und ich konnte beweisen, dass das einfach gelogen ist. Die ganze Wahrheit über 13 Videos sind Meinungsblogs, weil deine Wahrheiten darin subjektive Meinungen von dir sind. Außerdem ist unter fast keinem Video, wie von dir selbst angegeben, eine seitenlange Quellenangabenliste. Ja, natürlich nicht. Zerstört. Unter 8 von 12 Videos sind gar keine Quellenangaben und unter den anderen sind fast nur YouTube-Videos als Quellen genannt. Dann zieht Ahmad schon wieder irgendwelche Vergleiche mit Quelle, vertrau mir, Bruder. Das heißt, ihr habt alle Videos gegen mich gemacht, alle. Und ihr habt es nicht geschafft, obwohl ich eigentlich TikToker bin und neu bin auf YouTube, sage ich mal, wie ihr sagt, habt ihr es nicht geschafft, dass es unter 50% Likes ist. Das zeigt ja, dass ich auch eure Zuschauer überzeugt habe. Nein, das... Nee. Die Leute freuen sich natürlich darüber, dass Ahmad lauter Schmutz verbreitet. Das kommt von TikTok. Er hat ja vielleicht einen Großteil seiner TikTok-Klientel mitgenommen. Und dort ist Fitna ein Volkssport. Da gibt es dann einen Barello und einen Arafat Abu Chaka und ein Engelsgesicht und sowas. Und die werden aufeinander gehetzt, die jeweiligen Communities. Die hetzen die ganze Zeit. Und die liken natürlich auch, damit Ahmad glaubt, dass er irgendwie gefeiert wird. Aber sie feiern ihn gar nicht, sondern sie lachen über ihn. Das heißt nicht, dass du unsere Zuschauer überzeugt hast. Viele unserer Zuschauer klicken deine Videos nicht mal an. Und bei den paar, die es tun, muss ja nicht zwangsweise jeder auf Dislike drücken. Also klar, kann schon sein, dass du ein paar Zuschauer von uns überzeugt hast, aber das hat nicht so einen entscheidenden Einfluss auf deine Likes. Warum steht hier eigentlich Huch drin? In seinen Klamotten. Okay.
Rate. Das heißt, dass deine Schlussfolgerung hier wieder absolut realitätsfern ist, du es aber wieder als Fakt verkaufst. Dann sagt Ahmad wieder was über Stay und die LGBT-Kabe, aber da habe ich schon in anderen Videos genug... Das ist nicht Matsch, das heißt hoch. ...gesagt. Nur dazu möchte ich was sagen. Ich habe dann in meinem letzten Video ihn von A bis Z exposed, alles aufgezeigt... Er hat Stay null exposed, er hat ihn nur beleidigt. Das Video habe ich gar nicht freigeschaltet, weil es mir am Ende doch zu dumm war. Aber ganz klar... Zu dem Stay-Video. Ahmad hat keinen einzigen Punkt zu Stay gebracht, der in irgendeiner Weise für einen gesunden Geist verständlich wäre, sondern er hat ihn nur beleidigt und Schwachsinn geredet. Und meinem vorletzten Video auch. Er hat bei beiden Videos nicht drauf reagiert und gesagt, er will mir den Klick nicht gönnen. Natürlich, weil Stay einer der größten Meinungs-YouTuber, Streamer ist mit... 10.000 Leuten, die ihm gleichzeitig zuschauen. Und was stört den Mond, wenn ihn der Hund ankläfft? Einfach ignoriert. Nachdem er auf alle meine Videos reagiert hat und auf alle Videos gegen mich, außer auf die Vorwürfe gegen ihn, die blendet er einfach aus. Ja, man kann kritisieren, dass Stay nicht auf das Video von Ahmad gegen sich reagiert hat. Ich habe das gleiche schon bei TJ kritisiert. Er hatte nämlich auch gesagt, dass er mein Video nicht komplett gesehen hat. Ich finde das kritikunfähig, aber, und das ist ganz wichtig, vielleicht hat er das Video ja privat geschaut. Vielleicht hat er sich auch privat mit Ahmad aus... Mit Sicherheit hat Stay das Video privat gesehen und wusste... Das ist so dumm, man darf so viel Dummheit keine Reichweite geben. Ausgetauscht, keine Ahnung. Ich kann aber zu 100% verstehen, dass Stay Ahmad keine öffentliche Bühne mehr bieten möchte. Und ich kann auch teilweise verstehen, wenn er Ahmads Video nicht gesehen hat. Denn mal ehrlich, Ahmad hat schon so oft bewiesen, dass er nicht argumentieren kann, dass er absolut schlechte Videos macht. Also wieso sollte er sich so einen Blödsinn geben? Kritikvideos gegen sich von Alpha Kevin zum Beispiel würde er sich wahrscheinlich geben. Aber Ahmad, der hat seine Chance schon vertan. Also hier gebe ich Ahmad nur zum Teil recht. Dann redet Ahmad über Alpha Kevin und hier wird es straight up einfach dumm. Alpha Kevin hatte vor einigen Wochen ein Video gegen mich gemacht, wo er mich kritisiert hatte, weil ich ein Video gegen einen ekligen Typen gemacht habe. Ja, genau. Alpha Kevin hat Ahmad in diesem Video komplett zerstört und nachgewiesen, dass Ahmad verleumdet, strafbar verleumdet. Ja, halt nur lügt. Es war halt nachgewiesen, dass Ahmad lügt, ja. Älter ist, der was mit Minderjährigen hat. Ich habe mir Momudis Video angeschaut, ich habe mir dutzende Clips auf TikTok angeschaut und dieser Typ wird gerade gecancelt, mehr oder weniger, weil er selbst... Das ist Schwachsinn. ...in der Öffentlichkeit erstmal angefangen hat, mit irgendwelchen jungen Mädchen ihn an bestimmte Stellen zu greifen. Könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Genau, eine 21-jährige Frau, die angefasst werden möchte, die sich hingezogen fühlt zu diesem Igli Schröder. Vielleicht steht sie auf ältere Männer. Okay, und das findet Ahmad schlimm, weil er sie nicht anfassen darf, oder warum? Also, er bezeichnet Igli als pädophilen alten Mann, weil er eine Volljährige begrapscht, die es aber scheinbar auch noch okay findet. Dann hat Alpha Kevin vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo er diesen Typen kritisiert. Man muss sich nur anschauen, er begreift selbst nicht, wie er sich blamiert. Allein an der Lache sieht man, dass er sich blamiert. Hier ist das Video von Alpha Kevin. Ey, ich meine, wenn die volljährig sind, das mit sich machen lassen, sollen die doch machen, was sie wollen. Aber musst du es wirklich auf TikTok öffentlich zeigen, wie du der einen einfach in die Hose fasst? Muss ich noch etwas dazu sagen? Boah, ist das dumm von Ahmad. Diese Leute sind die größten Heuchler der Welt. Alpha Kevin kritisiert hier ganz klar, dass du Igli Schröder für diese Aktion als pädophil bezeichnet hast. Die Aktion von Igli hat er niemals verteidigt. Es ging von Anfang an nur um den Pädophilievorwurf deinerseits. Wie kann man wirklich mental so unterkomplex sein, um das nicht zu verstehen? Und Ahmad zeigt sogar kurz darauf noch das. Und dann habe ich das sogar Alpha Kevin kommentiert unter seinem Video. Und er schreibt, du wurdest kritisiert, weil du ihn ohne Grund der Pädophilie bezichtigt hast. Wie kannst du das immer noch nicht verstehen? Und Ahmad versteht es immer noch nicht. Ja, Ahmad ist irgendwie, hat eine Intelligenzallergie. Kannst du dir nicht ausdenken, wie kann man so wenig Kombinationsgabe haben? Das habe ich noch nie vorher gesehen, wirklich. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie brutal manipulativ Ahmad ist, denn er schneidet Clips wieder so, wie er sie braucht. Ahmad sagt nämlich das hier. Wie kannst du das immer noch nicht verstehen? Dann hat er wieder sich natürlich darauf bezogen, nur wegen dem Wort Pädophilie. Sonst war das ganze Video gut. Aber ihr habt doch gerade gesehen... Nein, das Video war scheiße. Das ganze Video war scheiße und alle haben drüber gelacht. Ich kenne keinen, der das Video gut fand. Eigentlich fanden alle, also bisher, haben alle darüber gelacht und haben gesagt, Ahmad hat wieder Scheiße geredet.
Ich hatte die Clips, die ich eingeblendet habe, die gingen gar nicht um Pädophilie. Ahmad sagt also, in den Clips, die er eingeblendet hat, ging es ja gar nicht um Pädophilie. Und ja, das stimmt. Schauen wir uns nochmal den Clip an, den er eingeblendet hat. Alpha Kevin hatte vor einigen Wochen ein Video gegen mich gemacht, wo er mich kritisiert hatte, weil ich ein Video gegen einen ekligen Typen gemacht habe, der älter ist, der was mit Minderjährigen hat. Das stimmt ja übrigens gar nicht. Gibt's überhaupt keinen Hinweis darauf. Er hat immer noch keinen Beweis gebracht, dass er was mit Minderjährigen hat. Moody's Video angeschaut, ich habe mir dutzende Clips auf TikTok angeschaut und dieser Typ wird gerade gecancelt, mehr oder weniger, weil er selber in der Öffentlichkeit erstmal angefangen hat, mit irgendwelchen jungen Mädchen ihn an bestimmte Stellen zu greifen. Könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Also, er bezeichnet Igli als pädophilen alten Mann, weil er eine Volljährige begrapscht, die es aber scheinbar auch noch okay findet. Also ja, du redest nicht von Pädophilie, Alpha Kevin schon. Weißt du auch warum? Weil du den Part mit der Pädophilie einfach rausgeschnitten hast, Ahmad. Schauen wir uns nochmal das Originalvideo von Alpha Kevin an. In diesem Falle ging es tatsächlich um Igli Schröder. Der Typ ist jemand, der sein ganzes Image fake, total cringe wirkt und richtig weirde Ansichten hat. Er scheint sich dazu auch noch mit jüngeren Frauen zu treffen und postet das dann auch noch auf seinem Kanal. Und Ahmad sagt dazu Folgendes. Aber es gibt tatsächlich auch alte pädophile Menschen, nicht nur junge. Und davon gibt es jede Menge. Auf TikTok gibt es einen, der heißt Igli Schröder. Was ist über diesen Typen jetzt rausgekommen? Ich habe mir Momoodis Video angeschaut. Ich habe mir dutzende Clips auf TikTok angeschaut und dieser Typ wird gerade gecancelt, mehr oder weniger, weil er selber in der Öffentlichkeit erstmal angefangen hat, mit irgendwelchen jungen Mädchen ihn an bestimmte Stellen zu greifen. Könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Wie ihr sehen könnt, war das sehr, sehr widerlich. Er hat sie an bestimmten Stellen angefasst und so weiter. Da dachte ich mir auch so, Bro, what the fuck? Bruder, dir wachsen nicht mal mehr Haare oben und du fässt ein Mädchen an, die gerade erst Haare bekommen hat. Was machst du da für eine kranke Scheiße? Dachte ich mir erstmal so. Natürlich, das Mädchen ist, glaube ich, volljährig. Trotzdem sehr, sehr ekelhaft. Also... Warum müssen sich Menschen, die irgendwo ein Problem mit Sexualität haben, sich immer in die Sexualität anderer Menschen einmischen, wenn diese es freiwillig haben? Wenn dieser Igli Schröder 50 ist und dieses Mädchen, weiß ich nicht, 23, 24, 25 und sie steht darauf, ist das doch ihre Sexualität. Da hat sich niemand einzumischen. Es geht allen einen Scheißdreck an. Das ist einfach nur Schmutz, wenn man sich dort einmischt. Es ekelhaft. Also das Verhalten von Ahmad ist schon extrem ekelhaft, sexuell ekelerregend. Er bezeichnet Igli als pädophilen alten Mann, weil er eine Volljährige begrapscht, die es aber scheinbar auch noch okay findet. Ach komisch, der Clip, den du eingeblendet hast, spielt ja erst direkt nachdem du den Pädophilie-Vorwurf gemacht hast. Ahmad, du manipulierst schon wieder mit deinem Schnitt deine Zuschauer wie Kuchen. Ja, er lügt seine Zuschauer an, das ist ja bekannt. Es schon damals beweisen konnte. Und sich darüber zu beschweren, dass Clips auseinandergeschnitten worden sind, ist gerade in deiner Position nicht so klug. Und zwar hat er ja letztes Jahr ein Video gegen mich gemacht. Und da konnte ich beweisen, dass er bei einem Video von mir zwei Ausschnitte absichtlich falsch rumgeschnitten hat, um mich als Nazi hinstellen zu können. Ey, komm, das gucken wir uns nochmal an. Das nennt sich das Ping-Pong-Prinzip. Das bedeutet, er nennt erstmal eine hetzerische Aussage. An dieser Stelle sei gesagt, dass Flüchtlinge und nicht-deutsche Menschen in den Kriminalstatistiken überrepräsentiert sind. Und danach nennt er direkt eine Aussage, die das wieder relativieren soll. Selbst wenn das jetzt ein Flüchtling gewesen wäre, kann man doch wohl trotzdem nicht jeden Flüchtling unter Generalverdacht stellen. Das heißt, erst eine hetzerische und dann wieder eine normale Aussage, damit man das im Vorhinein nicht so... Das war auch gelogen, es war nämlich andersrum. Er hat das einfach falsch geschnitten. Mehr. Bro, das Ganze ist halt nachweislich einfach falsch. Und das zeige ich dir mal aus dieser Perspektive hier. Und das ist halt wirklich einfach nur noch dreist, was du machst. Er sagt, dass ich zuerst hetze und danach relativiere. Lustigerweise hat er mein Video einfach falsch rum zusammengeschnitten, um gegen mich hetzen zu können. Gucken wir doch mal an, was zuerst kommt in dem Video. Selbst wenn das jetzt ein Flüchtling gewesen wäre, kann man doch wohl trotzdem nicht jeden Flüchtling unter Generalverdacht stellen. Das ist die relativierende Aussage. Kam die jetzt etwa zuerst? Ich drücke einfach mal 5 Sekunden nach vorne und wir schauen mal, was ich hier sage. An der Stelle sei gesagt, dass Flüchtlinge und nicht-deutsche Menschen in den Kriminalstatistiken überrepräsentiert sind. Hä, das ist ja aber die hetzende Aussage. Die kam ja aber irgendwie, nachdem ich das Ganze relativiert haben soll. Du schneidest die Dinge absichtlich falsch zusammen, um gegen mich hetzen zu können. Und das soll ein faktenbasiertes Video sein, oder was? Und genauso manipulativ schneidest du jetzt immer noch deine Clips so, wie du sie brauchst. Du bist wirklich der schlechteste Meinungsblogger auf diesem ganzen Planeten. Ist einfach nur noch lächerlich. Dann geht es um Kaiser. Wahrscheinlich noch wisst, hatte ich Marius exposed und Geparke, weil sie beide eine Schwangerschaft und eine Fehlgeburt. Das hat er auch gelogen, weil er keine Beweise dafür hat. Es gibt nur die Vermutung.
Geburt im Anschluss sogar gefaked haben. Kaiser kam um die Ecke und hat gesagt, du hast doch gar keine Beweise dafür, dass sie eine Schwangerschaft gefaked haben. Nochmal dazu, es gibt aktuell keine Beweise für diese Anschuldigung, Ahmad. Was du gezeigt hast, sind sehr, sehr starke Indizien und ich persönlich glaube auch, dass sie das gefaked haben. Deine Schlussfolgerung ist also tatsächlich einmal nicht realitätsfern, aber das heißt nicht, dass du es als Fakt verkaufen kannst. Und hier lügst du ja auch wieder. Da hat er sich selber darüber lustig gemacht und die ganze Zeit gesagt, ja, das ist höchstwahrscheinlich gefaked. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Da hat er genau das gesagt, was ich gesagt habe. Junge, du hast nicht höchstwahrscheinlich und aber ich weiß es nicht zu 100% gesagt. Selbst in diesem Video stellst du es wieder als Fakt hin. Wahrscheinlich noch wisst, hatte ich Marius exposed und Geparke, weil sie beide eine Schwangerschaft und eine Fehlgeburt im Anschluss sogar gefaked haben. Also nein, du sagst nicht genau das Gleiche und du wirst dafür kritisiert. Weißt du, warum wir sowas sagen wie wahrscheinlich? Um uns rechtlich abzusichern. Wir stellen diese Sachen nicht als Fakten dar, du schon. Daher machst du dich im Zweifelsfall strafbar und wir nicht. Deswegen wirst du kritisiert und wir nicht. Verstanden? I doubt it. Als nächstes geht es um die Recherche von Kaiser und Ahmad übertreibt auf gar keinen Fall. Er macht definitiv nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Ich habe einfach mal genau das gleiche gemacht, wollte so seinen Kanal schauen und schauen, wie gut er recherchiert. Ich musste mir nur das neueste Video anschauen in den ersten 2 Minuten und habe schon gesehen, dass der dümmer und schlechter recherchiert als jeder andere, den ich kenne. Guckt, ich kenne eigentlich keinen, der schlechter recherchiert als Ahmad, weil Ahmad mich überhaupt nicht recherchiert. Hat Ahmad eigentlich jemals recherchiert? Also als er sich über mich informieren wollte, dann hat er als Quelle einen grauen Wolf genommen, also einen türkischen Nazi und eine Webseite deutscher Nazis, die den Holocaust leugnen und die in Deutschland geächtet ist. Türkischer Nazi, Holocaustleugner, geile Quelle. Einfach diesen Clip an. Es geht um Pummelfee 86. Das ist diese gute Frau, die ist Barkeeperin und die lässt anscheinend immer so nebenbei die Streams laufen. Und sie hat auch eine Menge Zuschauer. Zuerst habe ich auch gar nicht verstanden, warum. Der Kanal gehört nicht dieser Frau. Wirklich, mit meiner kaputten Nase und auf den Drogen, auf denen ich bin, habe ich besser in einer Millisekunde recherchieren können als du. Hallo moin, ich bin der Lars, 36 Jahre jung und lebe in Bremen. In meiner Steinkneipe streame ich bla bla bla. Pummelfee 86. Lars! Man sieht sogar auf dem Profilbild, dass es dem Mann gehört, der gegenüber von der Frau sitzt. Nicht die Frau, die Kaiser der zeigt. Er hat nicht eine Sekunde damit verschwendet, überhaupt auf das Profil raufzugehen. Dazu 2 Sachen. Erstens, ja, er hat sich da vertan, aber das ist so eine Kleinigkeit. Ja, das ist aber typisch Ahmad. Ahmad holt dann irgendwelche Kleinigkeiten, die irrelevant sind und baut das so auf. Und ein Teil seiner Community ist so dumm, ist so grenzenlos dumm, dass sie es halt einfach nicht begreifen. Einfach nur dumm. Völlig irrelevant. Es ging ja nicht darum, wem der Kanal jetzt gehört, sondern generell um IRL-Streams. Und zweitens hast du selbst diesen Fehler von Kaiser nur aufdecken können, weil Alpha Kevin das in seine Reaction auf Kaiser gesagt hat. Du bist nicht selbst darauf gekommen. Das war nicht deine Recherche. Es geht um Pummelfee 86. Das ist diese gute... Pummelfee, Grüße gehen raus an dich, Pummelfee. Der auch immer mal hier am Start ist. Die Frau, die ist Barkeeperin und die lässt anscheinend immer so nebenbei die Streams laufen. Und sie hat auch eine Menge Zuschauer. Zuerst habe ich auch gar nicht verstanden. Nein, Pummelfee, das ist er. Also sie, die beide, aber er führt halt eine Kneipe und dann streamt er das einfach. Warum ich das anspreche, wird bei dem Part über mich noch interessant, also merkt euch das. Ahmad macht aus einer Mücke einen Elefanten und konnte es nur aufgrund einer Reaction aufdecken. Dann geht es um das Kopftuchverbot. Guck mal, wie seine Freundin das Kopftuchverbot versucht hat, rechtfertigen. Hat das nicht vorwiegend sicher... Also, nehmen wir mal her, du darfst kein Kopftuch tragen in der Küche, sondern musst ein Haarnetz tragen. Dann hat das Hygienegründe und keine Diskriminierungsgründe. Ja, eben, ja, oder du bleibst hängen zum Beispiel, wenn du in der Fabrik arbeitest. Das ist doch einfach nur Sicherheitsgründe und Hygienevorschriften. Sie sagt, wenn zum Beispiel in der Küche aus Hygienegründen man ein Haarnetz tragen muss, statt ein Kopftuch. Ein Haarnetz statt ein Kopftuch. Digga, weißt du, was ein Kopftuch... Ja, weil sie Ahnung hat und Ahmad halt nicht. Ahmad lügt halt wieder. Kopftuch ist ein Haarnetz statt ein Kopftuch. Du weißt, das Kopftuch ist dafür da, die Haare zu verdecken. Die Haare sind alle weg. Wie ein
Haarnetz. Die Stelle hat Kaiser schon selbst gut verargumentiert. Ich habe nicht witzigerweise in einer Produktionsstätte in der Lebensmittelbranche gearbeitet und habe viel mit dem Qualitätsmanagement zu tun gehabt. Du musst dir eine riesige Halle vorstellen. Ja, diese Halle ist zu 100% steril, weil dort am laufenden Band Lebensmittel abgepackt werden. Um diese Halle überhaupt betreten zu dürfen, musst du deine komplette Kleidung in zwei verschiedenen Extraräumen wechseln. Also du hast ein komplett eigenes Gewand dafür. Du bekommst außerdem eine Einwegmaske, Einweghandschuhe, Einweg-Schuhkondome oder wie der Scheiß heißt und natürlich auch ein Einweg-Haarnetz. Die Produktionsmitarbeiter dürfen nicht einen einzigen Schritt außerhalb der Halle machen, ohne dass sie diese Schuhe trotzdem Schuhkondom waschen müssen. Und ich weiß, dass sich das halt übervorsichtig des Todes anhört, aber das ist auch richtig so. Weil jetzt kommt Ahmads Logik. Stell dir vor, eine Mitarbeiterin hat zu Hause eine Katze. Ja, ich habe selber drei Katzen, ich weiß, wie es ist. Du hast Haare überall. Die macht dann den ganzen Prozess durch und anstatt, dass sie sich ein Haarnetz aufsetzt, stellt sie sich mit einem Kopftuch voller Katzenhaare hin und packt den ganzen Tag Lebensmittel ab. Das ist aber auch nicht nur beim Kopftuch so. Du darfst als Jude keine Kippa tragen, du darfst als Christ kein Kreuz um den Hals tragen, du darfst generell überhaupt keine Gegenstände oder Kleidungsstücke mit in diese Produktionsstätte mitnehmen, die nicht den genauen Hygienevorschriften entsprechen. Aber nice try, Ahmad. Tja, und dann geht es schon um KuchenTV und glaub mir, da wird es jetzt nochmal eklig. Dann hat KuchenTV ein Israel-Video zu mir gemacht und mir Antisemitismus sogar vorgeworfen. Alleine, dass er diesen Begriff benutzt und damit die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs relativiert, ist schon eklig genug. Antisemitismus, Judenfeindlichkeit. Er wirft hier KuchenTV unironisch vor, den Holocaust zu relativieren, weil er beweisen kann, dass Ahmad antisemitische Quellen für sein Israel-Video genutzt hat. Holocaust-Relativierung kann ganz leicht als Volksverhetzung bestraft werden, was also im Umkehrschluss heißt, dass Ahmad ihm eine schwere Straftat vorwirft. Und das an sich ist auch schon wieder eine Straftat, die Ahmad einfach so nebenbei begeht. Tim könnte, wenn er wollte, diese Aussage von Ahmad für üble Nachrede anzeigen und würde ihn... Oh, übrigens, Cody Lux, dankeschön für die 100 Bits. Sie gewinnen. Und dann verteidigt Ahmad auch noch seine antisemitischen Quellen. Und dann sagt er, ich benutze antisemitische Quellen. Schauen wir kurz in meine Quellenbeschreibung. Ja, tut er ja. Antisemitische Quelle, antisemitische Quelle, antisemitische Quelle. Ja. Und da oben hat er noch jüdische Propaganda, der beschimpft auch nochmal Juden. Rein. Diese antisemitischen Quellen, die er meint, das hat er einfach von diesem anderen Reaktionär übernommen, dieser Hurenstern, der immer auf mich reagiert. Das sind keine antisemitischen Quellen. Amnesty International, Human Rights Watch. Das sind ganz normale Menschenrechtsorganisationen. Die Nö, sind antisemitische Quellen. Unbestritten. UN. Das sind antisemitische Quellen. Und das ist auch nicht die UN, sondern es ist der antisemitische UN-Menschenrechtsrat, der voll ist mit Judenhass. Deswegen ist mein Video falsch. Was soll ich dazu sagen? Gehen wir die drei genannten Quellen doch mal durch. Also, Amnesty International. Und selbst die Bundesregierung kritisiert den antisemitischen Bericht von Amnesty. Das Auswärtige Amt hat sich ablehnend zu dem Apartheid-Vorwurf gegen Israel in einem neuen Bericht von Amnesty International geäußert. Bei dem derzeitigen besorgniserregenden Anstieg von Antisemitismus in Europa trage auch jeder, der sich für Menschenrechte einsetze, die Verantwortung, diesem nicht unfreiwillig Vorschub zu leisten. Das weiß auch jeder. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Nahen und Mittleren Osten befasst, weiß, dass in dem Kontext Amnesty International und Human Rights Watch antisemitische Quellen sind. Ganz klar Antisemitismus. Das gleiche gilt für den UN-Menschenrechtsrat, der ja noch antisemitischer ist, der sogar von Menschen besetzt ist, die alle Juden tot sehen wollen. Also bitte. Da sitzt auch Katar und leugnet das Leid der Uiguren. Also ja, in Sachen Nahostkonflikt ist Amnesty International keine seriöse Quelle, sondern eine antisemitische. Kommen wir zur nächsten Quelle. UN-Menschenrechtsrat. Tobias Huch hatte dort selbst gearbeitet und schon darüber aufgeklärt. Guten Tag, mein Name ist Tobias Huch, ich bin ehemaliger Mission. Oh, ich krieg dieses Video wahrscheinlich nie wieder los, dass ich mal diesen Scherz gemacht habe. Mitarbeiter aus dem Standort Genf des UN-Menschenrechtsrates habe dort einige Jahre gearbeitet. Und habe auch in dem UN-Menschenrechtsrat oft beigewohnt, wenn es auch um Israel ging. Und ich kann sagen, dass dort vor allem Antisemiten, wie zum Beispiel Katar, die Federführung haben. Das ist ja keine Kommission, die neutral ist, sondern dort ist dann Saudi-Arabien und Katar und Syrien sind dann dort diejenigen, die über Israel urteilen. Und genau deswegen wird der UN-Menschenrechtsrat von keinem seriösen Experten als Quelle genommen. Und ja, ich glaube, das hier dürfte wohl ausreichen, Ahmad, wer hier der Experte ist. Denn ich habe lang genug im UN-System
gearbeitet und weiß, dass niemand, auch wirklich niemand, den UN-Menschenrechtsrat ernst nimmt, denn er ist rein antisemitisch. Aber es gibt natürlich noch mehr Beweise dafür. So ist das. Vollkommen richtig. Eine Antisemitin als Israel-Berichterstatterin, eine boykottwürdige Farce. Der UN-Menschenrechtsrat hat als Berichterstatterin für Israel ausgerechnet die italienische Anwältin Francesca Albanese nominiert. Sie wirft dem jüdischen Staat Apartheid vor, während ihr Mann für Mahmoud Abbas arbeitet. Der Apartheidsvorwurf ist auch das, was Amnesty International gemacht hat. Genau, das meine ich ja. Das ist ja auch bekannt. Also deswegen nehme ich das auch nicht ernst. Ich bin noch mal Cappuccino trinken gegangen, wenn ich dort saß. Hat ja Spaß gemacht. Aber damit du verstehst, dass das Antisemitische ist. Ach ja, und ja. Mahmoud Abbas ist einer der führenden Politiker der palästinensischen Fatah-Bewegung. Und diese Organisation... So, und der Palästinenser-Präsident, der nicht gewählt ist und der auch keine Wahlen zulässt, weil er an der Macht bleiben möchte. ...ist ziemlich kritisch. Die Organisation verfolgte laut ihrer Verfassung von 1964 als Ziele die Ausrottung der ökonomischen, politischen, militärischen und kulturellen Existenz des Zionismus. In der gleichen Verfassung betrachtete sie die israelische Existenz in Palästina als zionistische Invasion mit kolonialer Expansionsbasis. Die Fatah bediente sich in der Vergangenheit auch terroristischer Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Also, man kann die antisemitischen Zeichen überall sehen, Ahmad, wenn man das möchte. Dann kommen wir zur dritten Quelle, Human Rights Watch. Hier lernst du vielleicht also eine gute Lektion, Ahmad. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nur weil Menschenrechtsorganisationen einen guten Ruf haben, heißt das nicht, dass die nicht auch Dreck am Stecken haben können. Also nochmal zum Mitschreiben, Ahmad. Israel einen Apartheidsstaat zu nennen, ist antisemitisch. Jemand, der eine Apartheid wie an den Palästinensern... Quandangus, dankeschön für den Zap. ...diskreditiert. Natürlich, Ahmad äußert sich antisemitisch. Danke, Sekitifu. Versucht Ahmad wieder gegen Rezo zu schießen. Und das Lustige ist, KuchenTV und haben Rezo gelobt dafür, dass für seine Quellen und für sein Katar-Video. Wisst ihr, welche Quellen Rezo? Ich habe ich habe Rezo nochmal ganz klar gesagt, ich habe Rezo kritisiert, dass er Amnesty International Human Rights Watch als Quelle drin hatte. Ich glaube, es war Amnesty. Benutzt hat in seinem Katar-Video. Er hat Amnesty International und Human Rights Watch. Genau, dafür habe ich sie kritisiert. Ahmad, deine Quellen sind antisemitisch. Was heißt, dass diese Organisationen in Bezug auf Juden und Israel nicht seriös sind. Die Artikel, die Rezo verwendet hat, drehen sich aber um Katar, ein muslimisches Land. Nur und dennoch bin ich vorsichtig. Dennoch habe ich gesagt, ich bin vorsichtig. Ich habe Rezo nicht gelobt. Das, da lügt halt Ahmad. Aber Ahmad ist halt ein Lügner. Durch und durch ein Lügner. Nur weil jemand in Thema A Bullshit labert, heißt das nicht, dass er nicht in Thema B Recht haben kann. So, und dann geht es auch endlich um mich. Dann hat sogar noch irgendein YouTuber KuchenTV nachgelabert, dass mein Video wegen Antisemitismus gesperrt worden ist, mein Israel-Video. Moment, ich soll KuchenTV nachgelabert haben, dass dein Israel-Video gesperrt wurde? Der hat das aber doch nie behauptet. Wie soll ich ihm das dann nachlabern? Er hat sogar genau das Gegenteil gemacht, aber das zeige ich gleich noch. Ahmad zeigt also diesen Clip von mir und sagt dann das. Die Videos sind gar keine Quellenangaben und unter den anderen sind fast nur YouTube-Videos als Quellen genannt. Dein Israel-Video aus dieser Reihe wurde sogar gelöscht, wahrscheinlich weil du wieder Antisemitismus verbreitet hast. Allein das zeigt, was für ein beschissener Meinungsblogger du bist. Du wolltest ja unbedingt in meinem Video vorkommen, du kleiner P***er. Hier bist du in meinem Video. Du hast mir vorgeworfen, dass ich nicht gut recherchieren würde. Bro, ich sag dir mal etwas. Das Video ist nicht wegen Antisemitismus gesperrt. Das Video ist immer noch online. Es ist ab 18. Wenn du raufgegangen wärst und gewartet hättest, hättest du es auch gesehen. Der Bildschirm ist erstmal schwarz und dann muss man verifizieren, dass man 18 ist. Weißt du wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Das Video ist ab 18, weil dort verstorbene palästinensische Kinder drin vorkommen. Ich habe die gezeigt, um dem Leid keine Kappe mehr vorzusetzen. Ach so, ja, er hat wieder irgendwelche Kinder missbraucht, um seine Fake News zu verbreiten. Deswegen ist es gesperrt. Wegen toten Kindern, du Widerwärtiger. Tja, da hat Ahmad zur Abwechslung mal wieder recht, aber da kommt wieder... Danke, Demokrat. ...wieder zum Vorschein, was ich eben bei Kaiser schon gesagt habe. Er macht wieder aus einer Mücke einen Elefanten und quatscht wieder nur das nach, was er in einer Reaction schon gehört hat. Dein Israel-Video aus dieser Reihe wurde sogar gelöscht, wahrscheinlich weil du wieder Antisemitismus... Es wurde nicht gelöscht, es ist ab 18 gestellt worden. Und dann sagt Ahmad noch das. Und die versuchen so kleine Kleinigkeiten bei mir zu finden, die ich widerlege. Er hat das Wort Pädophilie dort benutzt, er hat das gemacht. Ihr seid so schlecht, ihr seid schlecht. Alles klar, wir halten uns an Kleinigkeiten fest und du nicht, obwohl du von solchen kleinen Fehlern sprichst und...
Und weil ich Ahmad die ganze Zeit enttarnt habe, versucht er mich zu striken und die Videos löschen zu lassen. Sonst nichts. Aber Ahmad, wenn dein Israel-Video ab 18 ist, weil dort verstorbene palästinensische Kinder drin vorkommen, warum spricht YouTube dann davon, dass es für einige Zielgruppen beleidigend ist? Komischerweise, wenn ich andere Videos von verletzten palästinensischen Kindern anklicke, kriege ich keine Warnung. Wenn ich dein Video anklicke, schon. Also andere Videos mit verletzten Kindern, keine Warnung. Dein Video, Warnung, wegen beleidigendem Inhalt. Sass. Und noch was, ich habe so 4 Videos über dich gemacht und du hast mit deinen krassen Rechercheskills einen einzigen Clip gefunden, bei dem du mich widerlegen kannst. Und das ist dann auch noch nur so eine kleine Unaufmerksamkeit von mir gewesen, mehr nicht. Zu all meinen restlichen Aussagen konntest du nichts sagen, deshalb blieb es bei diesem einen einzigen Kritikpunkt. Traurig, Ahmad. Aber jetzt erzählt Ahmad Geschichten aus dem Paulanergarten. Passt auf, es wird wild. Ich habe jüdische Freunde. Mann, ich habe Freunde, die im israelischen Militär gearbeitet haben. Ich habe hier deren Nummer. Ich habe heute mit denen gegessen. Amerikaner, okay? Die Juden sind. Die haben im israelischen Militär an der Gaza-Linie gearbeitet. Habt ihr mitgeschrieben? Er hat jüdische Freunde aus Amerika, die im israelischen Militär waren und mit denen er in Asien zu Abend gegessen hat. Denn dort ist er gerade, beziehungsweise war er zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist einfach so kackdreist gelogen. Also nochmal, jüdische Amerikaner, die im israelischen Militär waren, mit denen er in Asien zu Abend gegessen hat. Genau. Klingt ja richtig glaubwürdig, Ahmad. Jetzt hast du mich überzeugt. Aber das soll es mit dem Video gewesen sein. Nächsten Mittwoch müssen wir mal über Zigaretten und meine unpopular Opinion dazu sprechen. Ich hoffe wie immer, das Video... Das Video war gut. Klar. Das Problem ist aber hierbei, Ahmad wird die ganze Zeit zerstört. Niemand mit einem einigermaßen wahrnehmbaren IQ nimmt ihn ernst. Ist einfach so. Der hat 100.000 Follower, davon sind eine ganze Menge Karteileichen und irgendwelche Kiddies, und dann blendet er Kritik aus, also die Kommentare werden regelmäßig gelöscht. Man findet eigentlich bei Ahmads Videos, nur wenn man auf die neuesten Kommentare geht, noch ein paar kritische Kommentare, weil er halt nicht 24/7 dort löscht, und ansonsten ist er halt fleißig am Rumlöschen. Die Leute lachen über ihn. Und er ist ja auch jemand, über den man, den darf man eigentlich, man darf ihn eigentlich nicht ernst nehmen. Leider verbreitet er halt auch wirklich viele strafbare Inhalte. Er verleumdet, er begeht halt Straftaten. Und das ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Er reist jetzt gerade in der Weltgeschichte herum, hat irgendwie keinen richtigen Wohnsitz oder so, muss man halt mal prüfen, und dann muss man halt schauen, wegen wie viel Delikten er angeklagt wird. Vielleicht bringt ihn eine Vorstrafe oder mal Jugendarrest. Oder beziehungsweise bei ihm ist es wieder Erwachsenenstrafrecht, er ist über 21. Vielleicht mal zur Raison. Was ist eure Meinung? Schreibt es drunter. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ach, danke.